Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine schnellen Knoblauchgarnelen in cremiger Alfredo-Soße mit Linguini vorstellen. Super Rezept für die, die Seafood mögen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich für meine schnellen Knoblauchgarnelen in cremiger Alfredo-Soße mit Linguini brauche, habe ich bereits rausgestellt. Wir brauchen natürlich, welche Überraschung, Garnelen, die wir heute verwenden werden. Für alle Seafood-Fans ein super schnelles und super leckeres Gericht. Wir werden also heute Garnelen verarbeiten. Hier Mengen wie immer in der Infobox, im Rezept. Und im ersten Schritt werden wir unsere Garnelen so ein bisschen würzen. Bei mir wie immer, ne, ihr kennt das schon von mir, ein bisschen spicy mit Chiliflocken. Wem das zu spicy ist, der nimmt Paprika rosenscharf oder auch edelsüß, ist ein bisschen milder, passt aber sehr gut, wie ich finde. Dann außerdem Pfeffer und Salz und das war es auch schon im ersten Schritt. Wir werden die Garnelen so ein bisschen marinieren. Dann machen wir im zweiten Schritt unsere Soße und in der Soße wird dann drin sein eine Frühlingszwiebel, ein bisschen Knoblauchzehen hier, 4 bis 5 Stück, das ganze Butter oder Butterschmalz angedünstet mit ein bisschen Weißwein. Die Soße wird natürlich dann creamy, soll ja eine Alfredo-Soße sein, also wird sie creamy, deswegen kommen rein noch Sahne hier, guter halber Liter und so eine Mischung, die ich mir immer gerne mache, geriebener Parmesan und Mozzarella. Das gibt einen ganz schönen Geschmack und das macht die Soße eben cremig und wir werden das Ganze noch so ein bisschen garnieren mit Petersilie, die ich gleich noch klein hacken werde. Nudeln, mein Geschmack, alles eine Geschmacksfrage, passen nach meiner Auffassung am besten Linguine dazu, die so ein bisschen breiter sind. Ich finde die besser als Spaghetti. Geht aber auch gut mit Spaghetti. Und dann haben wir, glaube ich, alles einmal angesprochen, was wir brauchen. Und dann kann ich loslegen mit der Vorbereitung. Bevor es an die Pfanne geht, wollen wir die Garnelen so ein bisschen würzen. Das geht wirklich ganz einfach und geht auch ganz schnell. Dazu gebe ich meine Chiliflocken hier zu den Garnelen und mische die gleich gut durch. Natürlich ein bisschen Pfeffer. Und ein wenig Salz. Die Garnelen haben ja wie Seafood allgemein so gut wie keinen Eigengeschmack. Also ein bisschen was muss schon ran. Und jetzt mische ich einfach meine Garnelen hier so ein bisschen durch, damit die Chiliflocken und Salz und Pfeffer sich ein bisschen vermischen mit den Garnelen. Noch das Salz in die Garnelen kommt. Und jetzt stellen wir unsere Garnelen ein paar Minuten weg. So, in der Zwischenzeit habe ich die Vorbereitungsarbeiten gemacht, damit wir auch endlich loslegen können. Ich habe schon mal meine Nudeln gekocht hier nebenbei. Die sind fertig, die Linguine, dass wir die gleich einfach dazugeben können. Die Garnelen sind inzwischen jetzt durchgezogen, das reicht. Und dann haben wir auch endgültig alles fertig und können jetzt an die Pfanne gehen. So, und ich gebe jetzt hier mein Öl in die Pfanne. Und dann erhitzen wir das. So, dann schauen wir mal. Ich habe extra eine relativ große Pfanne genommen, weil es optimal ist, wenn die Garnelen in einer Fläche liegen können. Also möglichst nicht übereinander, dass wir sie gleich drehen können. Ja, ihr merkt, die Pfanne ist heiß genug. Ja, so soll das sein. Und wir geben die jetzt in die Pfanne und braten die jetzt so lange an, bis sie eine schöne Farbe angenommen haben. So, das reicht auch schon. Wir wollen auch nicht, dass unsere Garnelen hier verbrennen. Ne, ihr seht, die haben schon schön Farbe angenommen. Jetzt nehmen wir die raus. So, und weiter geht's hier mit jetzt gleich in der Pfanne mit der Butter oder Butterschmalz, je nachdem, was ihr nehmen wollt. Ich nehme mal ganz gerne Butterschmalz, weil er höher erhitzbar ist als Butter. Und wir nehmen natürlich gleich die Aromastoffe mit und müssen die Pfanne nicht sauber machen. Schmelzen das jetzt nur und dann geht das gleich sofort nahtlos weiter mit den Zwiebeln.
So, dann brauchen wir jetzt auch keine so hohe Temperatur mehr, sonst werden die Zwiebeln schnell schwarz. Ja, da können wir ruhig ein bisschen runterstellen. Die sollen jetzt glasig werden, aber eben nicht verbrennen. So, das reicht. Und jetzt geben wir unseren Knoblauch noch dazu. Da kann man wieder ein bisschen höher stellen. Und den brate ich wirklich nur an, bis er anfängt, Geruch zu entwickeln. Und dann gebe ich gleich den Wein dazu. So, das reicht schon. Und jetzt geben wir den Weißwein dazu. Und lass das Ganze jetzt reduzieren, bis noch so nah, vielleicht ein Viertel der Flüssigkeit noch da ist. Denn mehr brauchen wir nicht. Wir wollen nur das Aroma vom Wein. Das ist wirklich wichtig für die Garnelen. Und dann geht's weiter. So, unsere Flüssigkeit hier ist jetzt so gut auf ein Viertel reduziert, nicht ganz. Und jetzt gieße ich die Sahne dazu und dann lassen wir die auch noch mal ordentlich eindicken hier. Denn wir wollen ja eine creamy Soße haben. Und die kochen wir jetzt ordentlich auf, bis die dickflüssig geworden ist, bis die cremig geworden ist. Und dann kommt der Parmesan noch dazu zwischendurch. Und dann nähern wir uns so langsam der Endphase. So, ich stelle es ein bisschen runter, denn man merkt, die Soße wird jetzt schon deutlich dicker. Und ich möchte ja auch nicht, dass sie völlig verbrennt hier oder die Flüssigkeit komplett verschwindet. Creamy soll sie sein, aber eben nicht richtig fest. Und jetzt gebe ich auch den Käse dazu. Und verrühre den jetzt hier in der Soße, damit er sich auflösen kann. Und jetzt brauchen wir nicht mehr so eine hohe Temperatur. Jetzt schalte ich runter, damit hier der Käse nicht ausflockt. Und ihr seht ihr schon hier, ja, das ist schon eine schöne Konsistenz. Creamy, die ist schon sehr fest hier. Und dann sind wir auch hier auf den letzten Metern. Und jetzt gebe ich hier zu der Soße meine Garnelen dazu. Mische die erstmal. Und das ist schon ein ganz herrlicher Geruch hier nach cremiger Soße, nach Knoblauch, jetzt auch nach Garnelen wieder. So, und ich gebe jetzt nach Auge so die Nudeln dazu. Also ich mische jetzt hier und gebe das jetzt hier in die Masse mit den Garnelen, und ihr seht, das sieht schon extrem lecker aus. So, jetzt mische ich noch die Petersilie, nicht alles, weil ich hinterher noch ein bisschen zum Garnieren zurückbehalten möchte. Ja, das reicht hier. Ja, meine wundervollen Knoblauchgarnelen sind fertig. Der Geruch ist wirklich irre. Ich hatte ja heute schon noch einen Freund zum Kochen dabei. Wir haben schon probiert. Sensationell. Also wirklich, wirklich ein tolles Rezept. Die Soße ist wundervoll creamy, also genauso wie sie auch sein soll. Gibt jetzt noch ein bisschen Petersilie hier oben drüber. Das macht tatsächlich den Kick nochmal. Und ich kann nur sagen, probiert's aus. Also mit der Alfredo-Soße hier dazu sind meine Knoblauchgarnelen in der cremigen Alfredo-Soße wundervoll geworden. Probiert's aus. Ich kann euch nur sagen, testet es. Ein wundervolles Rezept. So, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Kochen wir schnell.